Unterwegs mit Trage 6. 8 solcher Rollkommandos sind für das Rote Kreuz auf der Wiesen unterwegs. Es ist kurz vor 12 der erste Einsatz. Die Konkurrenz war schneller da. Aber man ist gerüstet. Das 159. Oktoberfest, es kann beginnen. Kein Weg zu weit für ein wenig deutsche Bierseligkeit. Hier sind sie alle irgendwie Bayern. Er weiß schon gar nicht mehr, woher er kommt, ist aber ein zäher Hund, wie sich noch zeigen wird. 13 Uhr, das Hofbräufest in australisch-neuseeländischer Hand, Weltreise ins Delirium, noch ist alles ganz harmlos und nett. Sie findet die Atmosphäre einfach einmalig. Er kommt, weil das Bier so schön kalt ist. 14 Uhr, der Pegel steigt. Mittendrin, noch frisch und gut gelaunt, die Kellnerinnen. Schwerstarbeit für gutes Geld, aber ohne Gefahrenzulage. Was ist denn mit der Nase passiert? Ja, die ist noch geboren worden in Rosenheim. Was? Die ist mir in Rosenheim im Volksfest geboren worden. So nicht hier passiert? Nein, nein, in München nicht. Es liegt schon einige Zeit zurück. Aber das Berufsrisiko. 3:30 beim Roten Kreuz ist der Teufel los. Eine Trage nach der anderen bringt Verletzte, gebrochene Knochen, Gehirnerschütterungen, noch keine ganz schweren Fälle. Damit sich die Verluste in Grenzen halten, sortiert die Polizei schon mal aus. Irgendwo auf der Strecke geblieben ist auch unser Mann in Sowjetuniform. Er wird gerade ins Krankenhaus gebracht. Um seinen Co-Piloten, den Riesenteddy, kümmern sich fürsorglich die Beamten. Zur selben Zeit erhöht sich in den Zelten die Schlagzahl. Es wird gesoffen bis zum Umfallen. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ich will euch mal fragen, wie ist denn die Stimmung? Oh, Stimmung ist bei uns immer gut. Einwandfrei. Einwandfrei, wunderbar. Besser, besser siebte Jahre nicht hier. Und wie viel der Maß ist es heute? Ja, wir sind noch im Antrinken. Heute war es der vierte jetzt erstmal. Gehört das irgendwie dazu? Oktoberfest, dass man auch mal richtig einen über den Durst trinkt? Ja, der Maß gehört dazu. Ja. Der Maß gehört dazu. Ja, ah, naja. Na, sind wir ran mit der Ball und wir in einem da. Ja, Stimmung muss sein. 17 Uhr, die ersten Ausfälle. Der deutsche Mann am Boden. Macht nichts, hier darf er auch mal Schwäche zeigen. Die Lücken werden schnell gefüllt. Kurz vor 6 nach dem 1:1 gegen Wattenscheid kommen die Bayern-Fans. Nachschub für die Trinkerfront. Es ist Abend geworden. Immer noch genug zu tun beim Roten Kreuz, aber im letzten Jahr war mehr los. Zeit für ein Päuschen. Die Helfer warten, dass es wieder kracht. Man hofft schon, dass was los ist, weil man möchte ja doch arbeiten, man möchte helfen, man möchte irgendwas erleben. Also man ist schon froh, wenn man einen Einsatz hat und nicht so wie wir heute also mehr wie dreiviertel umsonst rausgefahren sind. Nach dem Interview geht's gleich weiter. Vielleicht lohnt sich diesmal der Weg. Okay. Viel Spaß. Er hat zurückgefunden. Ein zäher Hund, wie schon gesagt. 22 Uhr, das Polizeisonderkommando, das schon beim Weltwirtschaftsgipfel in München für Ordnung sorgte, räumt auf die bayerische Art. Langsam wird's ungemütlich, Volksfest brutal, es fließt schon mal Blut. Um diese Zeit sind Kamerateams nicht mehr gern gesehen. Schlägerei im Hofbräu vorbei mit der australisch-neuseeländischen Freundschaft, die Lage unübersichtlich. Uns wollen die Ordner jetzt nicht mehr dabei haben. Anweisung vom Wirt. Draußen wird munter weitergeprügelt. Das Massenbesäufnis nähert sich dem Ende für den ersten Tag. Um Mitternacht zeigt die Wiesen ihr hässlichstes Gesicht.
Und für Trage 6 ist's noch lange nicht die letzte Fahrt.